Ja, man bezeichnet uns ja dann eben als die Schwurbler und du Ja. hast gemeint, diesen Begriff, den vermarktest du jetzt Richtig, und genau. hast da etwas geschaffen, Ja. ja, das nennt sich der Schwurbler-Tropfen, Ja. feinster Spritzer aus Österreich. Richtig. Erzähl uns was drüber. Der Also, ja, Original-Schwurbler-Tropfen genau, steht sogar der drauf, ja, das Original-Schwurbler-Tropfen. ist er. Mir ist auch von meiner Tätigkeit im Finanzbereich, ja, aufgefallen und sind auch einige an mich herangetreten. Die kleineren regionalen Winzer und Brauereien konnten ihre Produkte nicht mehr so verkaufen und sind fast sitzen geblieben, wie man so in Österreich so schön Ja. sagt, weil die Genossenschaften natürlich aufgrund der Produktionskosten mit dem Preis runterfahren konnten. Und da hat man eh gedacht, das gibt's ja nicht. Wir brauchen irgendwie, dass wir die unterstützen können. Dann habe ich mir auch gedacht, auch für diesen Freedom Truck, ja, Spenden zu generieren, ich brauche ein Getränk, weil die Leute haben Durst. Nicht nur alkoholische Getränke, sondern auch antialkoholische Getränke. Und dann kam plötzlich diese Idee, das haben wir zu zweit, zu dritt zusammengesessen, Schwurblertropfen. Wir kaufen den kleinen regionalen Winzern und Brauereien den Wein und das Bier ab, unterstützen somit diese, weil sie können dann verkaufen, Ja. produzieren dann diesen Schwurbler-Tropfen. In Okay. weiterer Folge wird es auch einen Schwurbler-Hopfen geben, also Sehr ein gut. Ein Bierli. Bier. Ja. Und ganz wichtig ist mir aber, dass mit bis zu 50% vom Gewinn anteilig Familien in Österreich finanziell unterstützt werden. Super. Ja, Das ist eine das ist feine mir ganz Sache. wichtig, Ja. ja. Das ist eine feine Also Sache. ich finde, der hilft doppelt, Ja. unterstützt doppelt und man hat aber auch etwas davon, wenn man ihn sich kauft, weil man kann einen wirklich, wirklich guten Wein aus der Wachau genießen. Ja. Ja, das finde ich natürlich eine ganz geniale Idee. Vor allem, ich wusste das gar nicht, dass das, also deinen Ansatz, du hast das erwähnt, dass ihr da auch Unterstützungen macht und dass ihr 50% von dem, was Ja. man dran verdient, das wusste ich auch nicht. Das finde ich ganz toll. Also das Ja. finde ich eine wirklich notwendige Sache, weil es ja mittlerweile ja wirklich viele, viele Leute gibt, denen es aufgrund der wirtschaftlichen Situation extrem schlecht geht. Richtig, ja. Und es ist aber schwierig, trotzdem eben. Auch wenn viele erkennen, dass es nicht gut läuft, weil eben überall ja Geschichten erzählt werden, dass es ja viel, viel, viel besser geht, Genau. eigentlich die Leute zu motivieren, was zu Ja, machen. Ne? ja, ja. Ja, da haben wir noch einiges an Aufklärungsarbeit zu leisten und die Leute mitzunehmen und Ja. ihnen Mut zu machen. Und ja, und man kann auch, wie du gezeigt hast, nicht nur Mut machen, sondern vielleicht auch jetzt probieren. Ich würde ihn ja gern probieren, aber es ist noch so zeitig Es am ist noch Morgen. ein bisschen Es ist ein bisschen früh. früh.